Hallo zusammen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber seit gestern muss ich sagen, es ist bei mir eine ganze Bandbreite von ganz gemischten Gefühlen. Und ich möchte auch zu Eingang sagen, es ist durchaus auch Angst dabei, was dort seit gestern in Europa passiert. Und ich möchte mit diesem Video einfach auch meinen Gedanken dazu, muss es mal freien Lauf lassen. Die, die mich vielleicht schon kennen, ihr wisst, seit 3,5 Jahren engagiere ich mich für Europa mit der Partei Volt, einer paneuropäischen Partei. Und ursprünglich aus dem Gedanken heraus von Trump und Brexit ist unser Herzensanliegen eine Reform Europas, eine Stärkung Europas. Und seit gestern ist klar, wie dringend notwendig das ist, dass wir ein gemeinsames Europa werden. Ich weiß, dass viele von euch das vielleicht anders sehen. Übrigens euer gutes Recht, das möchte ich überhaupt nicht abstreiten. Aber ich möchte es nutzen, dass was nämlich gerade in der Ukraine passiert, zum Anlass zu nehmen, doch nochmal dafür zu werben, sich damit zu beschäftigen, wie wichtig wir als Europa sind und was wir tun können. Es gibt nun die ersten Politiker, die natürlich auch fordern, wir brauchen die Vereinigten Staaten von Europa. Ich frage mich, wo sie die letzten Jahre waren. Diese Schritte sind nämlich die, die uns nun so wichtig nach vorne blicken lassen. Weil machen wir uns nichts vor. Putin hat gezeigt, dass er vor nichts zurückschreckt. Er hat die Maske fallen lassen und er hat nicht einfach nur die Separatistengebiete eingenommen. Er ist in der ganzen Ukraine einmarschiert. Menschen bringen gerade ihre Kinder in Sicherheit, ihre Familien. Bilder, die wir eigentlich seit 80 Jahren nicht mehr gesehen haben in Europa. Die wir nur von den Berichten der Großeltern kennen und von Zeitzeugen, die bei uns in der Schule waren. Und dieses Friedensprojekt Europa wird nun angegriffen. Und nicht nur das, die ganze Welt wird damit bloßgestellt von einer Großmacht Russlands. Und China hat sich soeben an seine Seite gestellt und das erfüllt mich persönlich mit großer Sorge. Und nach gestern, wo ich muss sagen, fassungslos, tief traurig, aber auch wütend vor dem Fernseher saß, möchte ich das heute mit einem Blick nach vorne verdrängen. Es wird einfach nicht helfen, nur fassungslos zu sein. So schwer das auch ist, so einen das auch innerlich zerreißt und man sich Sorgen macht und man merkt, dass das ganz vielen Menschen, mich eingeschlossen, Angst bereitet. Aber ich möchte nach vorne blicken und ich möchte nicht meinem Sohn, der jetzt bald ein Jahr alt wird, bald erzählen müssen, dass wir in ganz Europa im Krieg sind. Wir müssen also nicht nur schauen, welche Sanktionen und Maßnahmen vernünftig sind. Wir dürfen dabei nämlich nicht vergessen, dass es auch durchaus Bevölkerungsteile in Russland gibt, die diesen Krieg genauso verurteilen. Und wenn wir jetzt einfach die Zahlungsverkehre einstellen, wie helfen wir da der Bevölkerung? Wie können wir der Opposition helfen, auch wenn das sehr schwierig ist? Wie können wir dafür sorgen, dass die Bevölkerung nicht Opfer dieses Krieges wird, auch in Russland nicht? Aber vor allem, wie können wir die Ukraine unterstützen, die kein NATO-Mitglied ist? Und wie können wir aber auch in Europa vielleicht diesen Krieg schnell beenden und dafür sorgen, dass Russland, aber auch China nicht mehr so agieren, wie sie es gerade tun? Und da sage ich, das wird mit 26 Einzelmeinungen, 26 Einzelstaaten nicht funktionieren. Wir brauchen ein geeintes Europa, wir brauchen ein europäisches Parlament mit Initiativrecht. Unter dessen Mandat eine europäische Verteidigungsarmee in solchen Fällen zumindest bereitsteht. Das ist übrigens viel günstiger als 26 Einzelarmeen. Wir müssen darüber reden, wie wir Europa aufstellen. Denn machen wir uns nichts vor, nur weil vielleicht wir kurzfristig diese Kriegssituation haben, wird es nichts daran ändern, wie es zukünftig aussehen kann oder wo die Zukunft hinführt. Und wir alle haben es in der Hand, Europa zukunftssicher zu machen. Und das ist es, was ich hier einfach nochmal loswerden will. Wir sind nicht hoffnungslos und wir sind nicht schwach. Und ich würde mir so sehr wünschen, dass wir uns von diesem, und ich sage das jetzt wirklich mal so, Arschloch aus Moskau diktieren lassen, wie wir zu leben haben. Sondern wir haben ein freiheitliches, demokratisches und vor allem menschliches Europa, das leider noch an einigen Stellen versagt, nicht nur mit dem Blick aufs Mittelmeer. Sozial und human können wir noch einiges tun in Europa, aber mit Vergleich zu anderen dieser Staaten auf der Welt sind wir, glaube ich, auf dem besten Weg. Und wir sind ein sicheres und freiheitliches, demokratisches,
Konstrukt, das nun aber wirklich ein Update braucht. Und wenn nicht jetzt, wann denn sonst? Wir sollten uns nicht spalten lassen von China oder auch jetzt gerade insbesondere Russland, sondern wir sollten jetzt die Chance nutzen und anzupacken. Ihnen die Stirn zu bieten, ohne dass wir dafür direkt eine Waffe in die Hand nehmen müssen. Und das geht mit einem gemeinsamen Europa. Mit einer starken Stimme, nicht 26, sondern einer starken Stimme. Einer souveränen Stimme. Einer mächtigen Stimme. Und das ist ein positiver Gedanke für mich. Es ist eine positive Weiterentwicklung. Die Grenzen, die wir haben, behindern uns nur. Sondern wir sollten dafür sorgen, dass wir gestern Abend, als ein lettischer Präsident auf Deutsch uns seine Sicht der Dinge schildern konnte, oder als Präsident Zelensky in der Ukraine eine sehr sachliche und emotionale Rede hielt, die seinesgleichen sucht, der sogar noch Russland die Hand reicht, obwohl sein Land angegriffen wird. Ich finde, das ist sehr bemerkenswert und wir alle sind nun in der Pflicht, das, was uns möglich ist, zu tun. Und diese Gedanken, die wollte ich einfach loswerden. Und die, die mich kennen, die wissen, ich mache das ja auch, weil es ein Ventil ist. Und ihr alle, das weiß ich, wollt ja auch nicht tatenlos das einfach mit ansehen und hinnehmen, was dort passiert. Also lasst uns doch etwas tun. Und wir können damit anfangen, dass wir Europa besser machen, damit es stärker und souveräner ist. Und da lade ich ein, lasst es uns tun. Weil nichts, aber auch gar nichts, außer einem starken Europa, kann Putin aufhalten. Vielen Dank.